Willkommen zum nächsten Let's Play Minecraft. Wir starten heute auf den Titelscreen und zwar deswegen Secret Friday Update. Also wir haben heute Donnerstag, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, den 1. September. Die Folge geht auch noch heute an und deswegen sage ich das jetzt einfach mal, was das hier wohl zu bedeuten hat. Okay, dann starten wir mal. Let's Play. Brauche ein bisschen zum Laden, weiß nicht wieso. Ja, komm, komm, komm. Ja. So, hier sind wir auch schon wieder in unserer wunderbaren Welt. Waren die Monster an? Ja. Hä? Wieso wird da oben jetzt Arrow 6 angezeigt? Ja, ich glaube, ich weiß, warum das so ist, aber es soll gar nicht so sein. Hat wahrscheinlich was mit dem Zombie-Mod zu tun oder wie der ausgesprochen wird, aber der soll mir nicht anzeigen, was da oben ist. Das ist doch fast wie gecheatet. Naja, wir lassen es jetzt mal so, oder? Ja. Wir können sowieso jetzt nicht auf die Schnelle ändern. Also lassen wir es mal so. Okay, wir wollten hier, sehe ich gerade, wollten wir hier noch, schätze ich mal, so einen Ofen reinhauen. Dann tun wir das einfach mal. Haben wir hier noch irgendwo Stein? Nee, wahrscheinlich nicht, weil da dran lag's. Schätze ich einfach mal. Na toll. Hier unten war nichts an. Kam's, oder? Ja, hier unten ist sehr viel Gestein. Also wirklich. Ich habe hier sehr viele Kisten platziert und hier alles hingetan. Ab, ab, ab. Aber wo ist denn jetzt unsere... Und das 6 Euros nervt. Aber wo ist jetzt unsere blöde... Wir haben tatsächlich keinen Stein mehr. Ich glaub's nicht. Doch, ich glaub's schon, weil es so ist, aber... Ich will's nicht glauben. Deprimierend. Naja. Okay. Also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ne? Ich garantiere natürlich nicht dafür, dass morgen irgendwie die 1.8 da rauskommt. Ich habe nur gezeigt, was da oben steht. Nur für diese ganz schlauen Leute, die dann sagen, dass ich das irgendwie angekündigt hätte. Ist nicht so. Ich habe nur gezeigt, was da oben steht. Ne? Ne? Verstehst du mich? So. Erde haben wir ja noch drin. Die nehmen wir mal mit. Wo haben wir eigentlich unsere Erde normalerweise hingetan? Hier haben wir auch noch. Hier ist ja nichts da, wo es hingehört. Meine Ordnung. Das gehört alles hierhin. Noch was? Ja, die Kürbisse. Die Kürben. Haha. Hier war unsere Holzkiste, genau. Direkt neben dem Ofen, damit er hundertprozentig unser ganzes Haus abfackelt. Und jetzt habe ich unsere Kisten da reingelegt. Oh Mann, das fängt schon wieder gut an hier. Ich denke sehr viel nach über das, was ich tue. Und wir müssten auch mal wieder ein bisschen Gravel abbauen. Erstens hier vorne für unseren kleinen Garten als Weg und zweitens für die Pfeile. Damit da oben nicht mehr 6 Euros steht, sondern 49. So, wohin mit der Kiste hier? Vielleicht hier hin? Hier in die Ecke? Nee. Hier hin, hier ist noch so leer. Machen wir mal so. Ja. Die Frage ist, was hier reinkommt. Nee. Glas und Wolle. Machen wir einfach mal so. Das haben wir bis jetzt hier drin. Glas und Wolle. Kommt aber jetzt hier oben hin und das Zeugs hier gehört auch nicht hier hin, sondern... Mensch, ist das eine Ordnung. Gibt es doch nicht. Okay, jetzt eins nach dem anderen, ganz ruhig bleiben. Das gehört hier hin. Das hier gehört eigentlich auch hier hin. Davon nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Und das hier gehört hier hin. Hiervon kommt noch mal ein bisschen was rein.
Hier kommt noch mal ein bisschen was rein, wobei hier eigentlich gar nicht so viel rein muss. So, dann gehen wir hoch. Und dann kommt das hier hinein. So. Ey, nein. Rein da. Okay. Dann direkt wieder runter. In meiner Intelligenz. So sollte es aber passen. So, dann warten wir mal, bis es wieder ein bisschen ruhiger wird da draußen. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ob wir da Zaun hinstellen. Hey, durch da. Hier. Ja, hier ist er. Aber ich weiß es nicht, wie das aussieht. Machen wir mal einfach mal. Sieht ja himmlisch aus. Hätte irgendjemand. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ansonsten bittet YouTube mich, dieses Video auf ab 18 zu schalten. Und das wollen wir alle nicht. Ich warte jetzt auch, dass es Tag wird und ich denke, ich lege mich einfach mal pennen. Hat ja eh keinen Zweck. Haben wir links oder rechts gelegen? Rechts hätte ich mal. Guten Morgen, liebe Creeper. Ach, Creepy, Creepy, irgendein Creepy? Nein, aber Zombies. Zombies. Zombie. Federn, ja. Mir ist auch schleierhaft, wieso die Federn fallen lassen, aber es ist nun mal so. Okay, das Hammer. Jetzt wollte ich Gravel abbauen. Und dafür müssen wir eigentlich in eine Höhle gehen. Und ich bin jetzt mal so blöd und mach das, obwohl ich mich damit wahrscheinlich umbringe. Aber ich mach's einfach mal. Wir haben doch nichts zu verlieren außer unserem Leben. Ja, so viel dazu. Fängt schon mal gut an. Früh am Morgen Creeper. Scheiße. Ach, ich erreiche den nicht, aber der explodiert einfach. Fieses Gerät, du. Aus meinem Blickfeld. Aus meinem Blickfeld. Wieso eigentlich eben nicht? Die killen wir einfach alle. Wir können sowieso die Rüstung gebrauchen. Und ich rede jetzt nur, wenn wir hochspringen. Nein, das mache ich nicht. Obwohl es den meisten gut gefallen würde, weil ich dann sehr viel weniger plappere. Aber ich mach's nicht. Du, 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 du. So. Jetzt aber hoch und jetzt überlege ich noch mal da, wo wir eben stehen geblieben waren, woher wir jetzt unsere feine kleine Gravel Sammlung oder unser Gravel Vorkommen, das wir so dringend benötigen, herholen. Das ist nämlich eine sehr gute Frage, die ich mir so schnell nicht beantworten kann. Diesmal nicht, Kumpel. Ha. Dam, 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 dam. Vielleicht gehen wir in eine Höhle. Das wäre auch eine ganz gute Idee. Die Frage ist nur, wo ist diese Höhle? Und mein Gott, ich denke jetzt nur, ich habe immer im Hinterkopf dieses Update, das da so heimlich angekündigt ist. Ja, da kribbeln mir irgendwie voll die Finger. Und ich werde auch ein Special machen. Wahrscheinlich generieren wir dafür einfach eine neue Welt. Ja, so machen wir das. Einfach deswegen, weil das dann besser ist, weil in dieser Let's Play-Welt werden wir vorerst nicht sehr viel von der 1.8 sehen, zumindest nicht von den geometrischen Änderungen. Und das würde ich ja dann doch gerne mal tun. Und deswegen werde ich dann Special machen und ja, mit neuer Welt. Und dahin sind noch mal wieder ein, zwei Pilzchen nachgewachsen, aber die ernten wir jetzt nicht, sondern ich suche eine Höhle, die möglichst nah hier dran ist, weil ich mich nicht wieder verirren will wie letztes Mal. Das war ja wirklich
extrem blöd. Und komischerweise ist die Framerate 3 Frames höher als normalerweise, so zwischen 27 und 30. Normalerweise ist sie so um die 24. Das ist irgendwie komisch. Einfach deswegen, weil jetzt mehr Programme im Hintergrund laufen als sonst. Und hier den machen wir nochmal ab. Ein bisschen Holz einfach mal, während ich überlege, woher wir unsere Gravel-Vorkommen bekommen. Weil das wäre schon wichtig. Oder zumindest ein bisschen Stein. Schon lustig, dass wir Steinmangel haben. Und ist schon lustig, dass das jetzt so ein Riesenbaum ist. Aber komm schon, den kriegen wir auch down. Wir kriegen jeden down. So, und hier noch was, da noch was. Wir kriegen jeden down. Zumindest in Counter-Strike. Ich hatte zwar noch nie Counter-Strike gespielt, aber naja. So, war das jetzt alles? Das war sowieso nicht alles, aber naja. Ich lasse ihn jetzt mal so stehen. Alter, hier fallen ja viele runter. Naja, ist ja gar nicht schlecht. Die können wir ja direkt wieder verpflanzen. In weibliche Körper? Nein. Okay, das schneide ich raus. Das ist hier so ein blöder Spruch. So. Wohin? Ne, ich lasse die jetzt mal hier stehen. Hier noch einer hin. Und ich stelle die immer in etwas größeren Abstand, weil ich genau das, was da hinten passiert ist, vermeiden will. Diese Megabäume. Obwohl die ja so cool sind. Aber sie verschwinden einmal eben alles. Die Aussicht und das Leben und irgendwie alles. So, und hier hoch und Jump und Blump und Bum Dumm. Oh, Schweinchen. Nehmen wir auch nochmal mit. Gehen jetzt hier ein bisschen Sachen farmen. Und gleich gehen wir in eine Höhle. Dam, dam, dam. Scheiße. Wie ist das schwule Vieh da reingekommen? Ganz toll. Okay. Hier wahrscheinlich, ne? So hier irgendwie, ja, so ist es reingekommen. Das bedeutet für uns oder für mich das hier. Sieht nicht schön aus, aber es bringt uns Sicherheit. Hier oben kommt man hier drüber. Locker. Ja, dann machen wir aber das mal hier weg, weil so sehr möchte ich jetzt hier nicht alles verschandeln. Wobei, das tue ich sowieso schon mit meiner Anwesenheit, aber naja. So ist das halt. Okay, hier kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Das ist schon mal gut. Hier hinten, das pflücken wir noch. Wir pflücken Schafe. Ach, geil. Ich möchte die nicht pflücken. So, und Jump 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 und Jump. Habe ich jetzt Jump gesagt? Na egal. Ja, hier oben finden wir auch bestimmt ganz viele Höhlen. Auf so einem Plateau sind ja immer tausende Höhlen.